Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bolle und wir sind hier bei Stranded Deep und werden jetzt zum nächsten Boss fahren. Seid ihr aufgeregt? Habt ihr Bock? Habt ihr Lust? Seid ihr gehypt? Könnt ihr die Spannung noch ertragen? Ich hoffe doch sehr. Wir müssen erstmal rausfinden, wo er ist. Eigentlich müssten wir jetzt von hier, wenn ich auf die Karte gucke, nach Norden fahren. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass das doch schon wieder irgendwie nicht stimmen kann. Weil ich hatte das Gefühl, dass er rechts von uns liegt. Da müssen wir noch mal kurz überlegen. Wir kommen ja von da. Sind da runtergefahren. Wir müssen von dieser Insel, wenn das die ist, auf der ich zu sein glaube, müssen wir straight nach Norden und einen ganz kleinen Ticken nach Osten. Aber wir müssen da hinter dem Container das ansteuern. Ja, wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich kann es nicht ändern, Freunde. Es ist, wie es ist. Und wir werden es ja sehen. Wir werden es ja noch sehen. Erstmal hier rückwärts ausparken. Zack. Dann den anderen Gang einlegen. Erst Rückwärtsgang raus, Vorwärtsgang rein. Sonst geht das Getriebe kaputt. Und jetzt hier lang. Und dann müssten wir eigentlich bei dem Boss ankommen. Ich hoffe es doch sehr. Ich hoffe es doch sehr. So wie ich auch hoffe, dass ihr alle gesund und wohlauf seid. Ich bin nämlich ein bisschen angeschlagen. Deswegen auch hier im Bademantel heute, einfach der Gemütlichkeit halber, habe ich mir gedacht, komm, es ist Dienstag. Die Woche ist quasi auch schon wieder immer noch viel zu lang. Lass einfach mal den Bademantel an und entspann dich hier ein bisschen. Nimm ein bisschen Stranded Deep auf. Mich stört das irgendwie total, dass wir hier nicht in der Mitte sind. Dass wir hier so an der Seite sind. Wobei, ist ja bei so richtigen Frachtern auch meistens so. Ne? Und wir haben ja auch, wir sind ja auch ein richtiger Frachter. Wir haben ja richtig viele Waffen an Bord. Da ist der Hai. Könnten wir ein paar Testschüsse abgeben, aber ich glaube, so viele Waffen haben wir dann doch wieder nicht. Oh, Freunde, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir den Boss einfach nicht finden und einfach durch die Gegend juckeln. Aber jetzt nach links fahren? Doch, es macht schon Sinn. Ich hatte nur, ursprünglich habe ich wahrscheinlich mal wieder die Richtung verwechselt, ne? So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe ja auch gesagt, dass der Boss in Nordwestosten der Insel liegt. So. Es passt. Wir halten mal Ausschau. Haben wir eigentlich ein Fernglas dabei? Natürlich nicht, ne? Das haben wir jetzt auf dem Tisch liegen lassen, oder was? Ich flipp aus. Einmal mit Profis arbeiten. Ich glaube, es hackt. Diesen Hai müssen wir noch loswerden. Witzig wäre auch, wenn man Benzin aus... Hat er uns gerade angestoßen? Hat doch gerade die Richtung gewechselt. Nee. Wenn man Benzin hier ausschütten könnte und den Hai dann so anzünden könnte. So, Motion Sickness ist übrigens auf aus, ne? Ich finde, es wackelt trotzdem ganz schön. Oder ist das irgendwie nicht, dass es wackelt, Motion Sickness? Ich glaube schon, ne? Weit dürfte es nicht sein, so weit wie eine Insel ungefähr, ja? Es müsste jetzt hier kommen. Schreit, wenn ihr es seht. Eine Boje suchen wir. Wir waren ja schon mal da. Wir waren ja schon mehrfach da. Naja, dann lehnt euch zurück. Genießt das Getränk eurer Wahl. 189 Tage überlebt. Die Insel, die wir jetzt hier sehen, das müsste die 18er sein. Das heißt, wir müssten noch auf Kurs sein. Es müsste jetzt wirklich... Wahrscheinlich erscheint es gleich einfach vor uns. Und das da hinten ist die 11er. Also eigentlich fahren wir genau richtig. Wir fahren genau richtig. Es müsste jetzt kommen. Oh, diese Haie, ne? Den müssen wir noch platt machen, bevor wir zur Boje fahren. Ah, dann haben wir wenigstens Fleisch. Wieso kann man eigentlich kein Lagerfeuer auf dem Grill errichten? Das wäre irgendwie auch nochmal eine schicke Angelegenheit. Ich bin vor allem auch gespannt, welcher Boss das jetzt ist. Ich hoffe nicht, dass das der schwierigere ist. Ich habe natürlich vergessen, also ihr habt geschrieben, ich soll mich informieren und dies und das und es ist nicht so einfach. Und ich habe gedacht, ja komm, informieren. Ich mache das jetzt einfach mal frei Schnauze mit den Bossen. Wir probieren uns einfach mal aus, ne? Weil so machen wir ja hier alles. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Wir probieren mal ein bisschen aus. Ich weiß, den einen bekämpfen wir unter Wasser, den anderen über Wasser. Aber erstmal müssen wir ihn ja sowieso finden. Und ich glaube, wir driften ein bisschen zu weit nach rechts, ne? Könnte man ein bisschen korrigieren. Weil wir wollen ja nicht zu dieser Insel. Irgendwie hier links müsste der Boss liegen. Fahren wir mal ein bisschen nach links und gucken mal, was hier so kommt. Und falls es alles gar nicht klappt, können wir ja immer noch probieren. Da ist er doch, da ist er doch. Ha, siehste. Guck mal hier. Ne? Meine Pfadfinder-Skills ist natürlich Verlass. Wäre doch ein Witz. Wäre doch gelacht.
wenn wir das nicht finden würden. Da ist er, der nächste Boss. Oh, Freunde. Wisst ihr noch? Das letzte Mal, wir haben uns ganz schön erschrocken, ne? Bei diesem Megalodon haben wir uns ganz schön erschrocken, weil der so gesprungen ist. Oh, oh, oh. Ich fühle mich noch nicht bereit. Ich fühle mich noch nicht bereit. Mein Kaffee ist auch kalt. Ich muss mir einen noch schnell einen warm holen. Ach ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon alle Bosse besiegt habt oder nicht. Oder wer der schwierigste für euch war. Oder ob ihr noch an einem hängt und knuspert. Oder ob er an euch knuspert, könnte ja auch sein. Die Sache ist die. Die Sache ist die, Freunde. Ich weiß, es gibt ja auch viele, die die Bosse gar nicht bekämpfen, weil sie auch gar nicht von der Insel wollen. Aber wir müssen. Wir müssen. Wir wollen irgendwann auch mal die Insel wieder verlassen, Freunde. Es ist, wie es ist. Der große Abaya. Was ist das? Was ist der Abaya? Abaya ist nicht Luska, ne? Freunde. Wie gehen wir jetzt vor? Das Ding, dieses tolle Häkchen, da zeigt er an, wo der Boss ist. Vielleicht sollten wir erstmal Waffen in die Hand nehmen. Den Kompass brauchen wir nicht mehr. Vielleicht schmeißt er uns einfach um. One-hitted, sind wir weg. Bloß die Werkzeugkiste. Ist alles nicht mehr so, wie es mal war hier. Hier können der Hammer hin. So, Fleisch. Wie sieht's denn aus? Oh, Sonnenschutz. Ist der unten? Müssen wir abtauchen und den holen? Oh Gott, ich habe Angst, Freunde. Ich habe richtig Angst. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wir haben jetzt hier die Speere. Wir sollten vielleicht mal was jetzt auf die Nummern setzen, ne? Dass wir ein bisschen besser unterwegs sind. Das nehmen wir alles mit. Wie geht denn das? Wie kann ich denn etwas auf die Nummer setzen? So, auf die 1. Wie kann ich denn das auf die 1 setzen? So, und jetzt auf 1 klicken? Nee. Hä, wie geht denn das? Auf F1? Oh Gott, Alt F4 vielleicht? Ja gut, okay, es geht halt nicht. Meine Güte, dann machen wir es halt auf die Oldschool-Art. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Merkt man es vielleicht minimal? Okay, so, Freunde, wir brauchen unsere Bandagen noch. Dann nehmen wir mal 2 mit. Gucken wir nochmal. Ja, einen Schluck Wasser können wir auch nochmal zu uns nehmen. So, jetzt sind wir voll. Voll mit allem. Voll guter Laune. Und ich würde mal sagen, hip hip hurra! Alter. Das ist ein Kriegsschiff. Alter. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Er sagt nicht, dass wir da runter müssen. Ich gehe hier erstmal drauf. Mein lieber Mann, das ist ja ein richtiges Kriegsschiff. Okay. Wie gehen wir vor? Wir haben natürlich keinen Atmungsboost jetzt dabei. Doch, wir haben mal einen dabei. Jetzt sollten wir den mal benutzen, ne? Hier sind so viele komische Aalfische. Oh ne, müssen wir da echt runtertauchen und den da unten drunter oder da rein oder was? Okay, er hat eine Lebensanzeige, aber wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm raus, du Feigling! Okay, wir holen erstmal unser Atemboost, weil sonst wird das doch hier alles nichts. Oh, wie lange hält denn dieser Atemboost überhaupt? Wir hätten vielleicht mehr mitnehmen sollen. Wir haben eine Aloe Vera Salbe gemacht. Wir haben gar keinen Atmungsboost gemacht. Okay, Freunde, jetzt ist mir auch egal. Wir gehen da jetzt rein. Oh! Hä? Wieso kann ich schießen? Okay. Mhm. Er hat mich. Ich gehe wieder aufs Floß. Er hat mich. Lass mich los. Hilfe. Ich will hier drauf. Hilfe, Hilfe. Alter, hast du mich erschrocken. Der kann auch springen. Ich flipp aus. Hilfe. Ich will hier drauf. Aha, ausgewichen. Du Schwachmat. Oh, Freunde, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich.
Ich kann das auch. Greift er nur an, wenn ich schieße? Nein, er hat mich. Lass mich. Springt er auch so? Was sagt die Uhr? Oh. Bluten wir? Nee. Der springt. Was? Das kann doch nicht sein. Nee. Oh, er hat uns. Er hat uns einfach so. Oh, das wird schwierig, Freunde. Das wird schwierig. Das wird ja mal richtig schwierig. Ja, wie kann man denn da vorgehen? Was kann man denn machen, damit der... Das ist ja mal richtig, richtig schwierig. Hilft denn eine Bandage? Also das mit dem Springen hat ja ganz gut geklappt. Wenn wir das von Anfang an machen und uns nicht erwischen lassen, wieso ist denn jetzt Tag 190? Eben war Tag 189, wir sind gestorben, starten jetzt wieder hier. Oh nö, ey. Hm. 5 Uhr, perfekt. Ja, dann, Freunde, geht der Spaß gleich nochmal von vorn los hier. Das Bett da rein. Erstmal was trinken, was essen. Wir können jetzt eigentlich... Eigentlich ist ja auch egal. Wir müssen jetzt hier gar keinen Stress machen. Wir können jetzt auch mal hier diese Rationen hier nehmen. Hilft das denn, wenn wir sowas snacken? Eigentlich auch, um die Gesundheit anzuheben? So. Das wäre ja mal gut zu wissen, ne? Oh. Okay, das heißt, wir müssen jetzt doch noch ein bisschen weiter Richtung Osten, ne? Nicht direkt diese Insel ansteuern, ein bisschen weiter nach Osten. Können wir eigentlich auch rückwärts fahren, ne? Eigentlich können wir auch rückwärts fahren. Ja, komm, wir fahren mal rückwärts. Müssen wir nur verkehrt rumlenken. Ey, wir haben dem noch nicht mal ein Viertel abgezogen. Und wir brauchen mehr Sperrgewehrpfeile. Gut, vielleicht sind die verbesserten Speere besser, ne? Die zu werfen. Die Frage ist, kann der unser Floß auch angreifen? Macht er das auch kaputt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das macht. Also sollten wir schon auf diesem kleinen Ding da stehen. Nordosten. Nach da. So, achso, nee, nicht mehr nach Osten, sondern mehr nach Norden, ne? So war das. Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch hier Schaden macht. Das wäre natürlich nicht so gut. So. Ja, noch ein bisschen nach rechts. Ja, Freunde. vielleicht sollte ich mir dann doch noch mal ein paar Tipps angucken. Wir versuchen es noch einmal. Wir versuchen es jetzt mal mit der Taktik, dass wir erstmal diese Speere nehmen. Die verbesserten Speere machen, glaube ich, mehr Schaden. Und dann werden wir ganz entspannt von diesem Ding aus immer werfen und dann immer sofort runterspringen, sodass er uns nicht erwischt. Ein bisschen Leben haben wir ja. Und in der Theorie sollte das dann klappen. Wie es dann in der Praxis aussieht, weiß ich nicht. Werde ich aber bald wissen, weil ich wahrscheinlich bald zum Arzt gehen muss. Mich krank schreiben lassen muss. Dann weiß ich, wie es in der Praxis aussieht. Ja, die Witze werden flacher, aber Freunde, was erwartet ihr denn? Was erwartet ihr denn auch? Oh nee, ey. Jetzt kommt auch der Hai hier an. Wie sind das eigentlich? Sind die Tage eigentlich so vorher abgespeichert? Also wenn wir jetzt quasi gestern, was ja auch heute ist, gestern ist ja heute, keinen Sturm hatten, haben wir dann heute auch wieder keinen Sturm? Oder ist das zufallsgeneriert irgendwie? Versteht ihr, wie ich meine? Wir driften schon wieder ein bisschen nach Osten ab. Wir haben ja... Wir spielen jetzt ja den gleichen Tag zum zweiten Mal und wir hatten ja keinen Sturm beim ersten Mal. Und der Hai war ja auch da. Also es könnte sein, dass wir jetzt auch wieder Glück haben. Bei Sturm wäre jetzt ja nochmal richtig kacke. Also wir müssen einmal herabtauchen und ihn quasi aus diesem Ding rauslocken und uns dann wieder zu Tode erschrecken. Und dann ganz schnell hoch. Wie viel Bandagen? Wir sollten uns schon mal ausrüsten. Das, ich nehme den Pfeil hier, das Ding trotzdem mal mit. Kein Platz mehr im Inventar. Super. Den haben wir ja. Den brauchen wir ja überhaupt nicht. So, Hammer weg.
So, dann können wir auch mal die Dinger wegmachen. Das Messer brauchen wir auch nicht. Das können wir behalten. Kompass brauchen wir noch, um jetzt auch richtig zu steuern. Ja, das da war die Insel. Zu weit nach rechts dürfen wir auch nicht. Aber hier müsste jetzt eigentlich irgendwo kommen. Ja, zu weit nach links dürfen wir nicht. Ja, vielleicht doch noch ein bisschen korrigieren. So. Angst, dass wir vorbeifahren. Wobei eigentlich fände ich das gut, wenn wir vorbeifahren. Eigentlich fände ich das super. So, jetzt können wir die Pfeile nehmen. Da, zack, 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 zack. So. Vier, ein paar haben wir, ein paar Sachen haben wir. Wir probieren es mal mit dem Spiel. Da ist er doch. Ah, hätten wir doch gar nicht korrigieren müssen. Da ist er doch. Ein bisschen Abstand müssen wir halten, ne? Ein bisschen Abstand müssen wir halten zu der Boje, weil ansonsten könnte er vielleicht unser Floß angreifen. Das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht herausfinden, ob das funktioniert. Man könnte jetzt natürlich auf dem Floß hier vorne noch so einen kleinen Stift bauen und dann von da immer... Das wäre auch noch eine gute Idee, dass wir vom Floß aus ihn attackieren und dann können wir nämlich auf dem Floß rennen, dann müssen wir nicht immer ins Wasser springen. Nur ich habe Angst, dass er unser Floß kaputt macht. Das müssten wir vielleicht echt mal ausprobieren. Oder ich fahre da doch ganz ran. Dann kann ich rüberlaufen. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. Ich mach mal die Kamera weg, ne? Dass wir ein gutes Thumbnail hier machen können. So, Kamera wieder ein. Und anhalten. So, ich würde noch ein Stück mich weiter dran treiben lassen. So, jetzt sitzen wir hier natürlich fest. Aber jetzt könnte ich hier quasi... Nee. Oder wir machen es jetzt. Könnte er vielleicht unser Floß... Meinst du, er schmeißt das um, das Floß? Wir müssten hier so einen Stift machen und ihn von da dann bekämpfen. Also das ist jetzt, glaube ich, richtig bescheuert, so wie wir hier gerade drauf festsitzen. Da würde ich nochmal ein Stück weiter weg. Jetzt sitzen wir nämlich fest hier. So. Noch ein Stück zurück. Wenn wir ein Stück... In welche Richtung treiben wir denn? Natürlich in die falsche. So. Dann können wir nämlich hier... Können wir denn... Wieso kann ich nicht mehr sprinten? Ja, wir können ja durch die Kiste durchspringen. Habe ich irgendwie Hunger oder was? Doch, jetzt kann ich sprinten. Dann können wir hier... Vielleicht reicht auch dieser kleine Platz aus, wenn wir hier auf ihn schießen, dass wir dann nach da zack schnell wegspringen. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, so, Wolle. Jetzt nicht erschrecken. Los, hoch da. Klasse. Klasse. Ganz großes Kino. Oh, oh. Haben wir ihn getroffen? Wow, ich glaube, das macht weniger Schaden. Das geht. Von links nach rechts jumpen, das hilft. Oh, wir haben ihm schon ganz gut Schaden gemacht. Mann, 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 Mann. Kann er jetzt irgendwie nicht springen? Wo ist er? Wo bist du, du Feigling? Da. Was sagt unsere Uhr? Okay, es geht noch. Er springt nicht mehr. Vielleicht hat... Weil wir ihn schon so gehittet haben. Hat einfach Respekt jetzt. Er hat Respekt, Freunde. Oh, oh, oh. Ich hab... Das ging jetzt aber gut. Aber ich will den Tag noch nicht vorm Abend loben. Wo ist er? Wo ist er?
Komm her. Was versteckt sich unter meinem Floß? Ey, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Jawohl, wir haben ihn. Freunde, jawohl. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann ist ja doch machbar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, nice. Klasse. Wie, ach so, und er ist jetzt weg? Okay. Wir haben eine Trophäe. Wo ist sie? Wo ist sie, Freunde? Wo ist die Trophäe? Verbrauchsgegenstände, Geschichte. Hier. Da, da ist er. Da ist er. Das heißt, wir brauchen nur noch einen. Mein lieber Mann. Und Flugzeugteile haben wir auch ein weiteres. Wir brauchen nur noch den, nur noch die Propellereinheit. Oh, klasse. Klasse, klasse, klasse. Das finde ich ja ganz, ganz genial. Ganz, ganz genial finde ich das. Schön. Ach ja, wie schön. Freunde, ich bin ganz schön außer Puste gerade. Das war doch nicht ganz ohne Aufregung. Sollten wir das hier vielleicht noch looten? Könnte sich lohnen, ne? Wir müssen uns eh abkühlen. Aber vielleicht sollten wir vorher mal speichern. Hallo? Ja, komm. Wir sollten vielleicht vorher mal speichern. Ich probiere mal, ob ich hier drauf speichern kann. Wollen wir das Bett hier? Ha, kann ich nicht. Okay. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Oh, jetzt kann ich wieder nicht mehr springen. Also irgendwie tut er sich mit dem Springen heute ein bisschen schwer. Dann fahren wir da mal links rüber. Und werden mal ganz entspannt speichern. Ha, schön. Schön. Wieso fahren wir denn so langsam? Hm. Verstehe. Klassiker. Vorwärts- und Rückwärtsgang gleichzeitig eingelegt. Ah, ja. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, fahre ich jetzt zurück zu der Insel, speichere mal ganz, ganz schnell und in der nächsten Folge düsen wir dann hier nochmal dran vorbei, tauchen das nochmal ab, ob es hier noch was zu finden gibt und dann geht's ab nach Hause, wo wir dann schön über unserer Terrasse die zweite Trophäe aufhängen können. Ja, klasse. Und dann ist tatsächlich der letzte Boss, oh, der soll dann noch schwieriger sein. Gut, den haben wir jetzt geschafft in einer Folge sogar, hätte ich ja nicht gedacht. Dann werden wir dann uns wieder neu ausrüsten und dann geht's an den nächsten Boss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal, euer Bolle. Ciao, ciao.